It's ready. Dominik Thiem, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ganz Österreich ist begeistert, sensationelle Quali gespielt. Wir haben es auch gelesen, der jüngste Spieler im Hauptfeld, der sich aus eigener Kraft qualifiziert hat. Wie war die Quali aus deiner Sicht? War sehr gut, also sicher. War es eine sehr gute Quali. Ich habe die ersten zwei Matches nicht so gut gespielt, obwohl der Bache im zweiten Match wirklich extrem gut gespielt hat. Und drittes Match war dann sehr gut gegen Gisan. Und ja, ich bin überglücklich, dass ich die Quali geschafft habe. Was ist unterm Strich schwieriger, sich hier bei den Australian Open zu qualifizieren oder ein seriöses Interview zu führen, wenn der Ernest Gulbis die Kamera hält? Definitiv das jetzige, ein seriöses Interview zu führen. Man merkt dir die Spielfreude an, dass man mit Ernest auch viel trainiert, mit Günter Bresnik, der hier bei uns auch dabei ist. Ja, du hast noch nie so gut gespielt, würde ich mal sagen, in deinem Leben. Worauf führst du es zurück? Auf jeden Fall aufs Training mit Ernest, weil ich profitiere jeden Tag von ihm. Nicht nur am Tennisplatz, sondern im Leben. Was lernt man von seinem Ernest Gulbis? Was lernt man von seinem Ernest Gulbis im Leben? Ja. Er hat viel Leben. Wie dumm du das Interview. Er hat viel Lebenserfahrung. Hat er, okay, super, vielen Dank. Du, dass wir nicht zu weit abschweifen hier. Morgen zweite Partie geht direkt los, auf die Plätze fertig los gegen Joao Sosa. Was weißt du über den? Gar nichts. Aber ein anderer Trainingskollege, der Max Dobrenko, hat gegen gespielt im Davis Cup und ich werde mit ihm reden und der Günther und der Janis kennen sich auch. Und werde ich schauen und denen und werde mein Bestes wieder morgen geben. Gibt dir der Ernest dann auch taktische Tipps? Ja, sicher. Also, wenn er einen Gegner kennt, dann gibt er mir wertvolle Tipps. Und er schaut sich immer die Matches an. You're gonna watch the match tomorrow, Ernest? You're gonna watch him, support him? Und feuert mich auch immer phonetisch an. You're not here? Er spielt gegen Huren und die Kahn. Also, wir schicken viele liebe Grüße nach Österreich. Ihr seht, Dominik geht's gut hier. Auf den passt der Ernest Gulbis auf, der Günter Bresnik und ich schaue auch ein bisschen zu. Und ich glaube, dann werden wir da morgen viel Freude haben. Haltet mal alle die Daumen. Und eine gute Partie. Also, liebe Grüße nach Österreich. Danke.